Also, ich war drüben auf der Wache und ich habe über ein paar Sachen nachgedacht. Ja? Du kennst uns ja schon eine Weile. Kann man sagen. Du hast damals mal mein schickes Jeanshemd vollgekotzt. Ja, tolle Erinnerung. Hast du Probleme? Ich bekomme diese Mutter nicht los, weil mein Cousin sie verrosten lassen hat. Ich habe hier irgendwo noch einen Roster. Wenn du ihn findest, bring ihn her, ja? Oh, klar. Ich suche ihn. Aber ich weiß nicht, wo der liegen könnte. Vielleicht der da? Ich bin echt einmal rumgelaufen. Hilft dir das? Oh. Danke, Prinzessin, aber das nicht. Es ist in einer roten Dose. Ich bin keine Prinzessin. In einer roten Dose. Okay. Mal gucken, ob ich es finde. Zeitung, ja, ja. Muss man eben irgendwie hier... hier durch. Das ist keine rote Dose, aber nehmen wir einfach mal mit. Hey Ali, willst du nachschauen, ob ich irgendwo in diesem Durcheinander noch Rostspray habe? Wir versuchen's. Wir können ja einfach mal dir das geben wollen. Ist es das hier? Nee, du wirst auf einem der Regale da hinten stehen. Mach dir keine Sorgen. Ich krieg sie schon noch los. Ja, ich sag ja, rote Dose. Jetzt suche ich aber wie wild. Wobei die Regale hier ruhig mal eine Reparatur bekommen könnten, ne? Der Entroster ist in so einer Sprühflasche. Da müsste irgendwas mit Kontakt draufstehen. Ja, witzig, Mann. Witzig. Verdammt! Was ist passiert? Hat mein Finger dieser scheiß Zange eingeklemmt. Holst du mir einen Verband? Müsste in dem Schrank dort drüben liegen. Ich im Schrank! Also ich bin blind, Alter. Ey, ich kotze, ne? Welcher Schrank denn jetzt? Ich glaube, im Schrank neben dem Waschbecken liegt Müll. Schrank neben Waschbecken, Schrank neben Waschbecken, Schrank neben Waschbecken, Schrank neben Waschbecken, Schrank neben Waschbecken. Nebenbei. Müsste in dem Schrank. Ja, halt doch einen Schnabel, du bekommst doch schon. Sam, bist du unser Vater? Dachte mir schon, dass du mich das irgendwann fragst. Und? Schön wär's. Was ist das denn für eine Antwort? Tut mir leid, Ellie. Aber der Mann, den du suchst, bin nicht ich. Oh, okay. Dann glaube ich dir das mal. Hey, du hast kein Recht, hier reinzustürmen und dich über etwas aufzuregen, mit dem ich nichts zu tun habe.
Aber ihr wart euch so nahe. Ich weiß, dass du ihr was bedeutet hast. Glaubst du wirklich, ich hätte euch zwei ohne Vater aufwachsen lassen? Ich mag ein Versager sein, aber kein Feigling. Aber du musst etwas wissen. Nein, wirklich. Eure Mutter hat nie... Hör zu. Wir waren nur Freunde. Ich meine, sieh dir den alten Sam an. Eine Frau wie Mary Ann würde sich nie ernsthaft auf mich einlassen. Ich bin es so leid. Ich bin es so leid, Mary Anns beschissene Geheimnisse aufzudecken. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie hassen, so sehr. Aber ich weiß nicht mal, wer sie war. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Wann hast du zuletzt dein Fenster aufgemacht? Die Heizung ist defekt. Komm her. Setz dich. Ja, wir wollten nur gerade Frischluft schaffen. Ja, können wir uns auch wieder... Dankeschön. So kann man das auch machen. Warum liegt eine verbrannte Pfanne in deinem Müll? Oh ja, ich bin eventuell eingeschlafen beim Kochen. Zum Glück ist nichts passiert. Was ist das alles? Hier, ich, nur Erinnerungen. Daran erinnere ich mich. Dies von unserem Trip nach Juno. Mhm. Für den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Lieber Sam, ich schreibe aus einem, dem kleinen Hotel im Zentrum von Juno, das du mir empfohlen hast und du hattest recht. Die Kinder lieben die Wandmalerei vom Wal. Wir mochten aber auch die vom Raben am Rathaus. Heute haben wir die Straßenbahn hoch zum Mount Roberts genommen. Die Kinder wollten wandern gehen. Wir sind nur bis zum Tod, zu den Totems gekommen. Morgen werden wir bis zu den Nugget-Wasserfällen wandern, um zu sehen, ob der Gletscher noch so aussieht wie auf der anderen Seite der Karte. Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir einen frohen Fang, Mary Ann. Lieber Sam, die meisten Bären leben nur 20 bis 25 Jahre lang. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem 29. Lebensjahr. Ohne dich hätte ich es hier mit Sicherheit nicht so lange überlebt. Also danke für alles. Laura hat wirklich Glück mit dir. Ich weiß, du denkst, dass der beste Teil deiner Vergangenheit ausradiert wurde. Aber solange du es nicht vergisst, wird die Anya, Chuck, Rose für immer sehtüchtig bleiben. In der Erinnerung könnten sie nur etwas kleiner wirken. Ich hoffe, du hast dieses Wochenende etwas Zeit, um mit Richie aufs Wasser zu fahren und alles zu fangen, was du verdienst. Einschließlich neuer Erinnerung. Alles Gute, mein geschätzter Freund Mary Ann. Okay. Schwerter und Intrigen. Ach, hab sie an ihrem Geburtstag eingeladen. Sie hat jede Sekunde gehasst. Auf dem Rückweg hat sie nur über die furchtbare Adaption gemeckert. Hat er dir gefallen? Ich, ja. Bin vor dem ersten Schwert eingeschlafen. Deine Mom gemacht.
wäre eine echte Künstlerin. Ein bisschen wie du. Gut geworden. Guck dir die hier an. Sie wirkt glücklich. War sie. Wann war das? Warum trägst du einen Doktorhut? Da habe ich endlich meine Kapitänslizenz bekommen. Mary Ann hatte mich dazu überredet. Sie hat darauf bestanden, dass ich ihn während des Schwurs trage. Das hat Laura gemacht. Wir haben Monate an der Scheune gearbeitet. Das Dachdecken war der reinste Albtraum. Der Speicher, der wurde einfach nicht dicht. Warte, es gibt einen Speicher? Ja, das wusstest du nicht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ist das eine Falltür? Ja, sie wollte, dass ich sie versiegle. Ich meinte, es wäre dann echt schwer, Heu da hochzubringen, aber das war ihr egal. Was lagert da oben? Ich habe gemerkt, dass sie nicht darüber reden will, also habe ich es respektiert. Naja, wir müssen es für den Verkauf ohnehin ausräumen. Wir werden es wohl bald erfahren. Ellie, willst du das wirklich durchziehen? Wie ich schon meinte, das Haus bedeutet eurer Mutter wirklich alles. Es ist alles, was wir noch haben. Das kannst du nicht einfach wegschmeißen. Sieh dich an. Das reicht. Wie lange willst du dich noch selbst bemitleiden? Willst du Mary Ann wirklich dein ganzes Leben lang mit dir mitzerren? Gib das her. Nein! Ich habe es satt, dich als Alkoholiker zu sehen. Um Himmels Willen, reiß dich zusammen! Erst hast du mich um Hilfe gebeten und jetzt stehst du da und verurteilst mich. Es war alles in Ordnung, bis ihr beide gekommen seid und längst vergessene Dinge ausgegraben habt. In Ordnung? Guck dich mal um. Du lebst mit Geistern. Raus hier. Du bist erbärmlich. Ich sagte, raus hier! Müssen da mal hin, ne? Oh, meine Fresse, was ist denn los? Man merkt, dass da irgendwas schwierig ist. Hi, Tyler. Hey. Über eine Stunde hat's Tyler. Gedauert. Ich hab dich schon überall gesucht. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Wow. Setz dich mal lieber hin, okay? Komm schon. Hör mal, wenn du lieber allein bist, geh ich. Aber wenn du etwas loswerden willst, ich sag's nicht weiter. Hast du Ellie gesehen? Wie geht's ihr? Ja, ich hab heute Morgen geschaut, wie es ihr geht. Sie war ziemlich fertig. Was auch immer zwischen euch passiert ist, macht sie echt fertig. Hör zu, ich will dich da nicht mit reinziehen. Tja, ich bin schon mittendrin und du siehst fertig aus, also...
Ich habe einfach viel um die Ohren. Also, da wüsste ich ein Gegenmittel. Wie ein weiser Mann einst sagte, Fischen heilt die Wunden des Herzens. Bist du dieser weise Mann? Hey, wie gesagt, ich schreibe meine eigene Geschichte. Also, kommst du? Ich weiß nicht. Komm schon, es wird Zeit. Gehen wir. Wo fahren wir hin? Wozu weggehen, wenn direkt vor uns ein zugefrorener See liegt? Eisangeln im November? Ja, dieses Jahr wurde es echt früh kalt. Klimawandel, der Scheiß wird uns umbringen. Doch erst angeln wir. Du kannst hinter mir gehen, wenn du Angst hast. Du meinst es echt ernst? Ich meine es immer ernst, Tyler. Na los, wir müssen das Zeug aus dem Auto holen. Was eigentlich mein... Ja. Muss ich auch noch gleich was lesen. Alles ist bereit. Showtime. Wenn du soweit bist. Willst du das nicht machen? Nee. Mann, ich bring dich doch nicht um deinen ersten Fang auf deinem Grundstück. Okay. Wie macht man das? Achso. Ist schon eine Mache. Hast du alles, was du brauchst? Ja, habe ich. Mann, das wird mir so fehlen. Was denn? Einfach abzuhängen und zu angeln. Wenn wir erst in Juno wohnen, haben wir neben der Schule und dem JBG kaum Zeit. Ja, stimmt. Sind von den Leuten, die du aus Fireweed kennst, welche in Juno gelandet? Ich weiß nicht. Als sie weg waren, haben wir den Kontakt verloren. Echt? Manche von ihnen waren echt cool, aber wir standen uns nicht so nah, weißt du? Sie sind nicht wirklich wie Familie geworden, was? Also, ich war ziemlich eng mit meinem Berater Aaron. Aber ich habe schon eine Familie. Naja, nicht umsonst standen Familien als Bäume da. Es wachsen stets neue Äste und... Hey, ich glaube, da hat was angebissen. Du schaffst das. Schnapp sie dir. Was muss ich jetzt? Komm schon, zieh an der Angel. Hol ihn ran. Los, kräftig ziehen. Hey, komm, na, ihr. Ich hab ihn. Wir haben es geschafft. Yes. Glitschiger Kleiner. Hab ihn. Bravo. Der erste von vielen. Immer mit der Ruhe. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Danke, Sensei. Ach hey, wolltest du wirklich noch zum Bussardloch? Der Fluss friert vielleicht bald zu, also sollten wir nicht zu lange warten. Ja, sicher. Cool. Ich wollte Samstag gehen. Ich hol dich dann ab. Cool. Ich stell meinen Wecker auf, arschfrüh am Morgen. Ich hätte das schon früher sagen sollen. Danke für all das hier. Kein Ding. Außerdem wollte ich sehen, ob du nur große Töne spuckst. Und dein Urteil? Du bist ziemlich gut. Lass es dir nur nicht zu Kopf steigen. Am Ende stolperst du nur über dein eigenes Ego. Ja, Sir. Hey, gestern hast du von deiner Wahlfamilie gesprochen. Wie hast du sie gefunden? Schule kann ganz schön hart sein, wenn du ständig verheimlichen musst, wer du wirklich bist. Das war eine echt schwere Zeit. Kann ich verstehen. Eines Morgens weckte mich mein Onkel und forderte mich auf, in sein Auto zu steigen. Ich dachte, wir gehen angeln oder sowas, aber dann hielten wir vor dem Juno-Bund für Gleichberechtigung. Dein Onkel brachte dich zum JBG? Ja, er wusste nicht weiter, also suchte er sich Hilfe. Das klingt echt toll. Weißt du, mein Angebot steht noch, auch wenn du nicht nach Juno ziehst. Beim JBG gibt es monatliche Treffen. Da triffst du viele tolle Leute.